Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste hier im Saal und am Livestream, herzlich willkommen zur ersten Stadtratssitzung in dieser neuen Wahlperiode. Mein besonderes Willkommen gilt Ihnen, verehrte Stadträtinnen und Stadträte, verbunden mit einem herzlichen Glückwunsch natürlich nochmal zu Ihrer Wahl. Für fast die Hälfte von Ihnen wird es die erste Stadtratssitzung überhaupt sein. Also ein durchaus wichtiger und aufregender Moment. Sie alle haben es sich zur Aufgabe gemacht, in den kommenden 5 Jahren die Geschicke der Stadt Dresden wesentlich mitzugestalten. Im Ehrenamt ist dies eine herausfordernde Aufgabe. Zahlreiche Gremiensitzungen, Ausschüsse und informelle Treffen gehören zum Alltag einer Stadträtin oder eines Stadtrates. Sie werden Entscheidungen von großer Tragweite zu beraten und zu entscheiden haben. Und dabei steht immer eine Fragestellung im Mittelpunkt: Was ist das Beste für die Stadt und ihre Menschen? Es ist ja schon reichlich darüber geschrieben und diskutiert worden, dass der Dresdner Stadtrat noch nie so viele Fraktionen mit so unterschiedlichen politischen Ausrichtungen in sich vereint hat, wie es mit dem Wahlergebnis vom 9. Juni der Fall ist. Diese Vielfalt in einen konstruktiven Dialog und außerdem in gute Entscheidungen zu verwandeln, ist dabei sicherlich eine große Herausforderung. Ich will aber an dieser Stelle eines betonen: Es ist die Aufgabe jeder Fraktion, an diesem Prozess mitzuwirken. Ich kann als Oberbürgermeister meinen Teil dazu beitragen, moderieren, zusammenführen und Vorschläge unterbreiten. Aber die Bereitschaft zur Kooperation muss von Ihnen kommen. Und diese Bereitschaft setzt auch voraus, dass es gilt, Kompromisse einzugehen. Dieser Rat wird in Zufallsmehrheiten zerfallen, wenn jeder auf den maximalen Forderungen seiner vermeintlichen Wählerklientel beharrt. Und dies kann nicht im Interesse der gesamten Stadtgesellschaft sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und das muss ich nicht extra betonen, es liegen große Aufgaben vor uns. Der Haushalt für die kommenden 2 Jahre und auch die mittelfristige Finanzplanung werden eine echte Nagelprobe für die Handlungsfähigkeit dieses Rates. Ohne eine Kurskorrektur in der städtischen Finanzpolitik wird es nicht gelingen, einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorzulegen. 2 Faktoren sind dafür entscheidend, die weit weniger mit der Leistungsfähigkeit der Stadt selbst, sondern vielmehr mit der Gesamtsituation in unserem Land zusammenhängen. Zum einen brechen die Schlüsselzuweisungen des Freistaats in erheblichem Maße ein. Zum anderen explodieren die gesetzlichen Pflichtleistungen, insbesondere im Sozialbereich. Steigende Löhne, steigende Baukosten und steigende Bedarfe tragen ihren Teil dazu bei, dass nur eine Fortschreibung des Status quo nicht möglich sein wird. Dies sind auch die Gründe dafür, dass wir den Verwaltungsentwurf des Haushaltes nicht schon jetzt nach der Sommerpause, sondern erst zum Ende des Jahres, und geplant ist dabei die Novembersitzung, vorlegen werden. Ich habe dies bereits den Fraktionen in unseren Einzelgesprächen angekündigt. Damit werden wir sicherlich noch weit vor dem Freistaat Sachsen einen Plan diskutieren, aber ohne eine Übergangszeit der vorläufigen Haushaltsführung werden wir definitiv nicht auskommen. Mein erklärtes Ziel ist es schon, bei der Erstellung des Finanzplans Sie als politisches Gremium einzubeziehen, um sowohl Schnittmengen als auch rote Linien gemeinsam herauszuarbeiten. Von meiner Seite wird es dabei vor allem 3 grundsätzliche Prämissen geben. Erstens, wir müssen die Schuldenfreiheit erhalten. Zweitens, wir müssen unsere Investitionsplanung der Realität anpassen und endlich den riesigen Berg an Haushaltsausgaberesten abbauen. Und drittens müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern auch mehr Belastungen zumuten. Mir ist bewusst, und in den Gesprächen wurde dies auch vielfach geäußert, dass dies niemand wirklich will. Und seien Sie versichert, auch wir als Verwaltung würden gerne darauf verzichten. Doch die fiskalische Realität spricht im Augenblick eine andere Sprache. Verehrte Stadträtinnen und Stadträte,
Auch wenn der Haushaltsbeschluss die Königsdisziplin des Rates ist, so gibt es doch zahlreiche weitere Handlungsfelder, die einen Schwerpunkt für Ihre kommenden 5 Jahre bilden werden. Und dies zumindest zum Teil Aufgaben, um die uns andere Städte beneiden. Erst vor 2 Tagen konnten wir den symbolischen Spatenstich für die neue Halbleiterfertigung von TSMC feiern. Die Ansiedlung des taiwanesischen Weltmarktführers ist ein riesiger Erfolg. Aber es ist nur ein Baustein in der sehr dynamischen Entwicklung der Chipindustrie. Infineon, Bosch, GlobalFoundries, sie alle expandieren schon und planen es ganz konkret. Dresden wird seine Position als größter Halbleiterstandort in Europa weiter massiv ausbauen. Dies erfordert auch von uns als Stadt vorausschauende Entscheidungen für den Dresdner Norden und dies in Bereichen der Infrastruktur, der Fair- und Entsorgung sowie dem Wohnungsbau. Diesem Rat kommt es dabei zu, mit Augenmaß und Weitsicht die Grundlagen zu legen, damit Dresden weiterhin eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte schreiben kann. Dabei will ich Ihnen schon eines mit auf den Weg geben. Noch nie gab es seit der Wiedervereinigung eine so konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden und Landkreisen wie heute. Die gerade beschriebenen Herausforderungen lassen sich nur bewältigen, wenn wir mit der Region Hand in Hand arbeiten. Dresden hat diese Hand ausgestreckt und die Kolleginnen und Kollegen haben sie ergriffen. Lassen Sie uns gemeinsam Geschichte schreiben. Ein ganz wesentliches Zukunftsthema haben Sie als Rat quasi von Ihren Vorgängerinnen und Vorgängern geerbt und werden es definitiv weitervererben. Ich spreche von der Bundesgartenschau 2033 in Dresden. Ich wiederhole jetzt nicht die Bedeutung der Buga und unser herausragendes Konzept. Vielmehr will ich Ihnen politisch eines mit auf den Weg geben. Die Bundesgartenschau ist weder Sahnehäubchen für das Stadtmarketing noch ein fiskalischer Bonus für die Stadt. Vielmehr ist es die Chance, in ganz unterschiedlichen Politikfeldern eine neue, vielleicht bisher nicht dagewesene Dynamik zu erreichen. Dazu gehört die Stadtentwicklung, insbesondere am Unicampus und im Prolis, genauso wie der Umgang mit dem Klimawandel und den Fragen der Nachhaltigkeit. Dies erfordert aber auch von Ihnen als Rat den Mut, Prioritäten zu setzen und gleichzeitig Durchhaltevermögen zu zeigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich noch einen letzten Punkt ansprechen, bevor jeder von Ihnen hier vorne auf sein neues Amt verpflichtet. Das haben wir schon gemacht. Dieser Stadtrat hat ja leider in den letzten Jahrzehnten das Image viel zu zerreten und sich dennoch in heftigen Auseinandersetzungen zu ergehen. Und natürlich sind daran immer die anderen schuld, niemand selbst. Aber die Demokratie bietet uns zum Glück die Möglichkeit für einen Neuanfang. Hier sitzt nicht der alte Rat, sondern ein neues Gremium. Nutzen Sie diese Chance respektvoll und mit der nötigen Achtung, dem anderen entgegenzutreten, selbst wenn die Auffassung weit auseinanderliegen mögen. Die Dresdnerinnen und Dresdner werden es Ihnen danken. Und ein Wort noch in eigener Sache. Wir hatten es beim letzten Mal so gehandelt, dass wir nach der ersten Ratssitzung gemeinschaftlich zu einem Getter-Getter eingeladen haben. Das haben wir diesmal jetzt so nicht vorgesehen, weil wir, und darauf will ich hinweisen, uns ja in einer Woche am 30.08. alle miteinander treffen zur Stadioneinweihung. Und da eingeladen haben sowohl die alten Stadträtinnen und Stadträte, genau wie die neuen Stadträtinnen und Stadträte und finden, dass dieser wunderbare Anlass geeignet ist, dann auch zum Get-Together, zur Staffelstabübergabe miteinander zu kommen. Und in diesem Sinne nochmal herzliche Einladung am 30.08. zur Heinz-Steier-Stadion-Einweihung zu kommen. Vielen Dank. So, damit rufe ich Tagesordnungspunkt 15 auf, Bekanntgabe